Ich darf Ihnen zunächst einen der beiden Autoren vorstellen, Sven Felix Kellerhoff. Herr Kellerhoff, Sie sind Jahrgang 1971, Schwabe in Stuttgart geboren. Sie haben Neue und Alte Geschichte studiert sowie Medienrecht an der Freien Universität. Zudem sind Sie Absolvent der Berliner Journalistenschule. Seit 2003 sind Sie leitender Redakteur der Zeit für Zeit- und Kulturgeschichte in der Weltgruppe. Sie haben sich mit diesem Thema Fake News nicht zum ersten Mal beschäftigt in diesem Buch. Sie haben beispielsweise 2002 schon ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Vom Dolchstoß und anderen Mythen der Geschichte. Insofern setzen Sie hier gewissermaßen eine Reihe fort. Sie sind der Auffassung, so darf ich Sie zitieren, dass Fake News kein Phänomen der Neuzeit sind, sondern so alt sind wie die menschliche Kommunikation selber. Jedoch hätten sich eben die Qualität und auch die Geschwindigkeit verändert. Meine erste Frage, wenn man diesen Begriff Fake News sich mal vor Augen führt. Ich habe ihn zum ersten Mal mitbekommen, davon gehört, als Donald Trump, der US-Präsident, einen Medienvertreter bei einer Pressekonferenz beschuldigt habe, das, was er da sage, das seien doch Fake News. Also im Grunde ist dieser Begriff Fake News doch eigentlich völlig falsch, weil das, was der Medienvertreter sagte, eigentlich wahr war. Das führt mich zu der Frage, sollte man diesen Begriff Fake News nicht überhaupt aus unserem Vokabular streichen? Ja, dazu könnte man greifen wollen. Ich glaube aber, dass es unrealistisch ist, den Begriff zu streichen. Er ist so präsent, dass wir uns einfach mit ihm auseinandersetzen müssen. Ich sage deshalb bei Gesprächen zum Thema Fake News, wir sollten sozusagen versuchen, auf eine enge und viel zu eng führende Definition zu verzichten. Nicht das, was Donald Trump verbreitet, sind Fake News und nicht das, was er CNN und der New York Times vorwirft, zu verbreiten, sind Fake News, sondern Fake News sind einfach ein Phänomen Falschnachrichten, die verbreitet werden und die dann auch geglaubt werden, die medial verbreitet werden nach dem jeweiligen Medium der Zeit, nach dem jeweiligen technischen Stand der Zeit und die eben ganz wichtig geglaubt werden. Und falsche Behauptung hat es zu jeder Zeit gegeben, aber entscheidend und historisch bedeutsam werden sie dann, wenn eine große Zahl von Menschen in Gesellschaften plötzlich daran glaubt und dann können sie eben auch Wirkungen entfalten. Wenn man in Ihrem Buch ein bisschen stöbert, trifft man ziemlich schnell auch auf eine Definition, wo das, was Sie gerade sagten, gewissermaßen das dritte Merkmal ist, dass diese Nachrichten geglaubt werden. Die ersten beiden Merkmale wären eben, wie Sie auch schon sagten, es sind sachlich falsche Nachrichten. Das zweite Merkmal, Nachrichten, die sich anonym verbreiten oder weiterentwickeln. Dann das besagte dritte Merkmal, dass sie geglaubt werden. Und viertens, dass sie ein politisch wichtiges Ereignis beeinflussen. Können Sie uns vielleicht mal anhand eines Beispiels, das Sie im Buch beschreiben, aufzeigen, wie an einem, ja, also wie sich diese Gerüchtentstehung bis hin zur Beeinflussung des Gangs der Geschichte entwickelt hat? Ja, machen wir es doch am Mauerfall, weil das schon angesprochen worden ist und weil das ein Fall ist, den die meisten von Ihnen, denke ich, auch noch im Hinterkopf haben. Es begab sich also zu der Zeit am 9. November 1989 gegen 18.57 Uhr oder 49 war es, dass Günter Schabowski zum Ende seiner Pressekonferenz gefragt wurde von einem italienischen Korrespondenten zum neuen Reisegesetz. Der italienische Korrespondent war vorher von einem Kontaktmann bei ADN darauf hingewiesen worden, dass das doch vielleicht keine ganz schlechte Frage sei. Dass man so geimpft wird als Journalist, kommt gelegentlich vor. Man sollte sich dann immer fragen, was die Hintergründe sind, dass man geimpft worden ist. Und dann sollte man sich auch fragen, ob man dieser Impfung sozusagen nachkommen sollte oder doch lieber nicht. Aber in diesem Fall ist der Kollege dem nachgekommen und hat Schabowski diese Frage gestellt und Schabowski war überrascht und hat in seinen Unterlagen gewühlt und hat ein Papier herausgezogen, das erst später an diesem Abend eigentlich von ADN verbreitet werden sollte über eine neue Reiseregelung, eine Ausreiseregelung und hat das mit vielen Äs und Ös verlesen und wusste nicht ganz genau, um was es sich dort handelt. Und auf Nachfrage hin sagte er dann die wesentlichen Sätze, nach seiner Kenntnis gelte das ab sofort. Sie alle haben das wahrscheinlich noch im Ohr. Und diejenigen von Ihnen, die es nicht im Ohr haben, sollten heute Abend auf YouTube nachgucken. Es gibt nämlich 100 Varianten davon. Also nicht Varianten, sondern es ist immer dasselbe Bild, aber Sie können das in 100 Streams sozusagen sich angucken. Eine sehr wichtige Szene. Das war eine Fake News, es war eine Falschnachricht. Es hieß nicht, dass es eine Ausreise und gar eine
ein Fall der Berliner Mauer beabsichtigt war. Und die Agenturen haben das aufgegriffen und haben daraus gemacht, DDR öffnet Berliner Mauer. Das war 19:01:02. Wir haben mal zum 20-Jährigen auf der Titelseite der Berliner Morgenpost diese Original-Agenturmeldung abgedruckt, die ein Kollege von mir damals aufbewahrt hat und die zu seinen Schätzen gehört. Und dann entwickelte sich das weiter, dann ging das über die verschiedenen Fernsehnachrichten, dann gab es Mitteilungen, dass es so sei angeblich, dann wurden Kollegen an die westliche Kollegen an die Grenzübergänge geschickt und stellten fest, da war gar nichts auf westlicher Seite. Auf östlicher Seite wiederum verbreitete sich das wie ein Lauffeuer, weil natürlich auch das Westfernsehen in Ostberlin gesehen wurde und immer mehr Leute strömten zu verschiedenen Grenzübergangsstellen, Güsts. Und am stärksten war es an der Bornholmer Straße, Bösebrücke. Und dort war es dann um 21:30 so stark, dass die dortige Besatzung des Grenzübergangs eine sogenannte Ventillösung bevorzugte oder begann. Die Leute, die am lautesten nach Reisefreiheit verlangten, wurden Person für Person rübergelassen, kriegten aber einen Stempel quer auf das Foto ihres Personalausweises. Das sollte ein Zeichen dafür sein, dass sie nicht mehr zurückkehren durften. Also sozusagen eine kalte Ausweisung. Und dann um 23:15 Uhr war der Druck so groß, dass auch mit dieser Ventillösung nicht mehr Problem geregelt werden konnte und sie haben einfach die Schlagbäume hochgemacht und in diesem Moment, erst um kurz vor Mitternacht zum 10. November, ist wirklich die Berliner Mauer gefallen. Und wir haben halt genau die Phänomene der Fake News bei diesem Bereich. Wir haben eine falsche Ausgangsmeldung, man kann es auch einen Irrtum nennen. Wir haben dann eine Situation, in der es eine Ungewissheit darüber gibt, kann man dieser Information glauben? Es entwickelt sich fort, es verbreitet sich. Immer mehr Menschen sagen, hast du schon gehört, die Mauer wird geöffnet. Und als Hörensagen setzt sich das fort und mehr Menschen strömen beispielsweise zur Bornholmer Straße. Medien greifen das auf, spielen ihre Rolle dabei, ganz klar. Und am Ende setzt sich sozusagen das durch und führt dazu, dass die Wachen am Grenzübergang gezwungen sind, dem nachzugehen. Das funktioniert aber leider nicht immer. Erstens sind Fake News in den seltensten Fällen positiv, mit positiven Ergebnissen. Und zweitens ist es eben tatsächlich selten, dass sie solche extremen historischen Ereignisse oder Folgen haben. Aber man kann an diesem Beispiel, wie ich finde, ganz gut nachvollziehen, wie eine Fake News eben auch funktionieren kann. Es ist wichtig, dass sie geglaubt wird. Und wir müssen uns fragen, warum ein Irrtum geglaubt wird. Das ist doch der Ausgangspunkt unseres Buches. Denn wenn ein Irrtum geglaubt wird, heißt das, dass die Menschen, die ihn glauben, es sich vorstellen können, dass warum, das richtig ist. Warum, um vielleicht auf das konkrete Beispiel zurückzukommen, warum haben die Menschen das damals geglaubt? Weil die das für möglich? Ja. Weil das SED-Politbüro zu diesem Zeitpunkt, also Vertrauen hat es sowieso niemals genossen, es war ja immer eine Diktatur, ein Regime, aber es hat zu diesem Zeitpunkt eine Schwäche gehabt, dass man sich vorstellen konnte. Das würden die jetzt machen. Das konnten sich Menschen vorstellen auf einmal. Und das war ein Punkt, der dann dazu geführt hat, dass tatsächlich die Realität dessen, was eigentlich überhaupt nicht geplant war, nicht ansatzweise geplant war, was wäre für den nächsten Tag, wurde ja überlegt, ob man mit Fallschirmjägern und motorisierten Schützen sozusagen versucht, wieder die Grenze zuzumachen. Zum Glück ist das nicht passiert, dann hätte es Tote gegeben, und zwar viele. Das ist das Phänomen. Das ist ja nur ein Beispiel, was jetzt, ich sag mal, sehr punktuell gewesen ist. Also im Grunde 6 Stunden vom Aufkommen der Nachricht bis zur tatsächlichen Beeinflussung der Geschichte. Und es ist eben ein Positivbeispiel. Vielleicht können Sie nochmal ein Negativbeispiel nennen, wo es auch um Fake News geht oder falsche Nachrichten, die über Jahre hinweg eigentlich Bestand gehabt haben. Ich fand dieses Beispiel in Ihrem Buch mit dem Waldsterben sehr eindrücklich. Vielleicht können Sie das gerade dem Publikum nochmal erschildern. Ja, interessanterweise, wir alle kennen das Waldsterben. Geht so 1979, 80 los, 81 beginnt es mit der ganz großen Medienaufruhr mit Spiegeltiteln, auch mit dem einen oder anderen Sterntitel, aber ich glaube, Kollege Jörges war damals noch nicht beim Stern. Man ist sowieso als Redakteur für Cover nicht verantwortlich, sind immer Chefredakteure. Sie alle erinnern sich natürlich daran, dass es dann eine sehr starke Wirkung gab, dass es über mehrere Jahre, so etwa bis 84, 85,
in nahezu jeder Nachrichtensendung irgendwie um den einen oder anderen Zusammenhang um Waldsterben ging. Auch dieses Phänomen, auch dieses Fake News hat eine positive Wirkung gehabt, nämlich die Entstehung eines Umweltbewusstseins in der Bundesrepublik und eben die Einführung von Dingen wie Rauchgasentschwefelung und Abgaskatalysator. Also das ist ausdrücklich auch keine falsche Nachricht mit negativer Folge. Deshalb war ich jetzt etwas überrascht, dass Sie das Beispiel ansprechen, aber gut. Anfang der 90er Jahre, als der deutsche Wald angeblich nach den Berichten der frühen 80er Jahre schon bis auf den letzten Baum eigentlich kaputt gewesen sein sollte, nach den angeblich sicheren Schätzungen der Forstwissenschaftler, gab es nicht nur den deutschen Wald immer noch, sondern dann haben auch die beiden Wissenschaftler, die am stärksten sich in die Bresche geworfen haben Anfang der 80er Jahre, gesagt, in einer Kommission, ja, wir haben uns halt geirrt. Das ist allerdings nicht mehr so richtig groß medial wahrgenommen worden. Mein Kollege Lars Bruder-Keil, der in unserem Buch dieses Kapitel recherchiert hat, wir haben die Hälfte jeweils recherchiert und dann gemeinsam geschrieben, hat alle Waldschadensberichte und alle Waldzustandsberichte, die ab 1982 veröffentlicht wurden, angeschaut. Die stehen wahrscheinlich, hat er sie in der Bundestagsbibliothek genutzt, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und hat also festgestellt, dass in allen diesen Berichten irgendwo in der Fußnote oder einem Anhang oder sonst wo in dem Nebensatz die schlichte Tatsache steht, dass zu allen Zeiten, auch auf dem Höhepunkt der, ich würde schon sagen, Hysterie um den sterbenden Wald, die Waldfläche, die bewaldete Fläche in der Bundesrepublik Alt, muss man dann sagen, dass die Zahlen gehen auf die Bundesrepublik Alt, zugenommen hat. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber sie hat zu allen Zeiten zugenommen. Das war ebenfalls eine Fake News mit positiver Wirkung. Ich sage noch ganz kurz eine mit negativer Wirkung vielleicht. Anderes Beispiel, 70er Jahre, Bundesrepublik, RAF, Terrorismus, Isolationsfolter. Beginnt 1973, dass Andreas Bader in einem Prozess sagt, die Gefangenen würden in Isolationsfolter gehalten. Und es wäre weiße Folter und ihnen würde sensorische Deprivation angetan werden, also totale Kontaktlosigkeit. Da auch gerade Herr Knabe hier auf dem Podium sitzt und die Stiftung HSH Mitveranstalter ist. Es gab in Deutschland Anfang der 70er Jahre und auch noch in den 80er Jahren sensorische Deprivation. Aber nicht in der Bundesrepublik, sondern beispielsweise in Hohenschönhausen. Interessanterweise kann man feststellen, und aus den eigenen Unterlagen der RAF-Anwälte, dass die RAF-Gefangene ganz genau so viel Kontakt nach außen hatten, wie es in der Strafprozessordnung vorgeschrieben ist. Ulrike Meinhof hat in der Zeit, in der sie angeblich sozial depriviert, ist das jetzt die richtige Bildung, jedenfalls einer sozialen Kontaktlosigkeit ausgesetzt gewesen sein soll, 48 Mal Besuch gehabt in 9 Monaten. 35 Mal von ihren oder 30 Mal von ihren Anwälten und 18 Mal, nämlich alle 2 Wochen einmal, von ihrer Familie. In Hohenschönhausen konnte man sitzen, 9 Monate, 10 Monate, auch länger als ein Jahr und hatte weder von einem Anwalt Kontakt, noch wusste die Familie, wo man ist, noch konnte man schreiben oder Ähnliches tun. Die historische Folge, die zweite Generation der RAF und der deutsche Herbst 1977. Vielleicht eine letzte Frage noch zu diesem Beispiel an Sie, Herr Kellerhoff. Warum hat man diese Fake News offensichtlich nicht widerlegt? Warum hat man es nicht geschafft, seinerzeit das glaubhaft zu widerlegen? Und die zweite Frage wäre, warum wurde es geglaubt, wenn es so offensichtlich falsch war? Also in den 70er Jahren haben die Vertreter vieler Medien, nicht aller, eigentlich korrekt darüber berichtet. Aber es hat dann mit der Zeit sozusagen die Lautstärke und die Propaganda der RAF-Anwälte sich durchgesetzt. Und wenn Sie heute sozusagen ein fast beliebiges ARD-Magazin anschalten und es über RAF-Terrorismus geht, dann können Sie sehr oft, nicht in jedem Beitrag, aber sehr oft immer noch so Begriffe wie Isolationsfolter oder so etwas hören. Ich wünsche mir dann immer, dass die Kollegen mal ein bisschen recherchieren würden. Aber es wurde geglaubt, weil es sozusagen auf einen Resonanzraum stieß. Es gab genügend Menschen, die bereit waren, diesem Staat Bundesrepublik alles Mögliche zuzutrauen und die sich gleichzeitig völlig abgekoppelt hatten von der Realität. Und Medien haben nicht genug gegengehalten, aber ich will jetzt keine Kollegenschelte betreiben. Wir machen auch Fehler. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Abend Frau Fuchs, Lilo Fuchs, bei uns ist.
die ja, Opfer von Zersetzungsmaßnahmen, von Fake News, könnte man sie auch nennen, der Staatssicherheit gewesen ist in der DDR. Frau Fuchs, Sie sind Jahrgang 1953, studierte Psychologin. Sie haben zusammen mit Ihrem Mann Jürgen Fuchs in der DDR sich eingesetzt für eine menschenfreundlichere Gesellschaft und eine ja, realitätsgetreuere Beschreibung der Wirklichkeit, so habe ich gelesen. Die Folge dieses Wunsches war für Sie völlig unvorhersehbar. Sie haben gesagt, Sie seien völlig überrascht worden davon, dass die Staatssicherheit Dinge getan hat, wie eine Bombe vor Ihrem Haus zu platzieren, dass Ihr Mann zwangsexmatrikuliert wurde und dann 1976 schließlich in der U-Haft in Hohenschönhausen inhaftiert wurde. Sie sind dann ein Jahr später zusammen mit Ihrem Mann von der Bundesregierung freigekauft worden und sind nach West-Berlin ausgereist. Und auch dort haben Sie weiterhin die DDR-Opposition unterstützt, sowohl materiell als auch ideell. Seit 1980 engagieren Sie sich für Menschen mit sozialen und psychischen Problemen im Rahmen des sogenannten Treffpunkt-Cafés und arbeiten als Psychologin in der Kontakt- und Beratungsstelle Treffpunkt Waldstraße in Berlin-Moabit. Als Zeitzeugin würde ich Sie gerne fragen, vielleicht können Sie uns erzählen, welche konkreten Falschmeldungen die Staatssicherheit eigentlich über Sie verbreitet hat. Warum und auch mit welchem Zweck hat sie das gemacht, soweit Sie das später aus den Stasi-Akten auch rekonstruieren konnten? Sie haben einen großen Zeitraum meines, unseres Lebens jetzt stichwortartig genannt. Ich möchte kurz, bevor ich konkret was sage, was Sie sich so ausgedacht haben. Also ich hoffe, das waren keine Fake-Fragen. Also ich hoffe, dass ich nicht in dem Sinne zum Opfer gefallen bin, diesem Ding, wo ich reingeraten bin, lebensmäßig, das wie kein Mensch sucht sich sein Leben aus, sondern er wird in eine Stadt, in einen Ort hineingeboren, in eine Zeit. Und so war es eben bei uns auch. Und ich bin nach dem Krieg geboren, ich bin in der Stadt Jena gewesen, dort zur Schule gegangen und habe auch dort studiert und bin einem Menschen begegnet, der später mein Mann wurde. Und es waren dann die 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre, wo unser Studium zu Ende war und wir waren junge Leute dort geprägt, die gedacht haben, jetzt, dass wir jetzt das einbringen, was wir gelernt haben oder was uns wichtig erschien in dieser Zeit. Und diese 70er Jahre waren aber eben welche, wo sich was zuspitzte. Und wenn man jetzt jung ist, also den Krieg nicht erlebt hat, muss man ja erstmal eigene Erfahrungen machen. Und die waren für uns, ich mit 22, 23, wo man merkte, bestimmte Dinge, wenn man die sagt, wird es nicht gut bewertet. Wenn man sich so verhält, Bücher liest, die es nicht in Läden gibt, könnte es schwierig werden. Und ja, und in diesen Jahren, gerade in großen Städten, Universitätsstädten, aber auch anderen, lebten viele Menschen, die alle auch auf der Suche waren. Und so kam man ins Gespräch über diese Themen, hat sich ausgetauscht, hat Bücher gemeinsam gelesen. Ja, Sie wissen das ja auch selber. Und dass aber uns als junge Leute mit einem dann Freundeskreis innerhalb der Universität, aber auch viele, zwei große Betriebe waren noch in dieser Stadt Jena, neben der Friedrich-Schiller-Universität, auch die großen Glaswerke Otto Schott, und Jena Farm, wo eben auch viele Lehrlinge aus der gesamten DDR ausgebildet wurden. Und man hatte Begegnungen ja, verschiedenster Art. Und es wurden Kulturveranstaltungen gemacht. Und da hat man gemerkt, wo es schwierig war und wo man dann lieber seinen Mund hält. Und wenn man aber gerade dachte, aber wir sollen doch die Wahrheit sagen, wir sollen doch irgendwie eine Form von Redlichkeit zeigen, war es dann eben doch nicht so. Und da wird man stutzig. Ja, und auf diesem Weg, aber dass sie uns dann gleich so in die Zange nehmen und dass also Menschen, die einigermaßen mit dem Wort umgehen konnten und jetzt gedacht haben, nee, ich lese trotzdem was vor oder ich beschaffe mir Texte, die auch nicht so gewünscht sind. Das wurde sofort mit
Reaktionen belegt im Sinne von, wenn Sie so weitermachen, können Sie Ihr Studium nicht. Wenn Sie das, kann Ihre Frau so nicht. Wenn Sie jenes, also dieses, sicher ein Teil der Anwesenden oder die meisten wissen, wie das gewesen ist. Und da muss man sich überlegen, was mache ich jetzt, wie verhalte ich mich? Und in unserem kleinen Kreis, studentisch, interessenmäßig, hieß das eben, nee, wir lassen uns nicht gleich verängstigen, wir versuchen was. Wir haben uns dann an Autoren innerhalb der DDR gewandt mit Briefen, haben sie eingeladen zu Lesungen, also um mit denen, wo wir dachten, die können sie nicht gleich umpusten, haben wir versucht, in Kontakt zu kommen und damit auch ein bisschen Schutz und Unterstützung zu kriegen. Und ja, in dieser Zeit ist es bei uns mehr oder weniger durch einen Zufall passiert, dass wir Menschen kennenlernten. Ich war völlig vorher naiv, wie Robert Havemann und Wolf Biermann, wo deren Verwandte in Jena auch waren, und da hat man sich mal getroffen oder vorgestellt. Und das war natürlich etwas, wo wir merkten, das sollte nun ganz und gar nicht sein. Und je mehr wir dann auch wussten, über diese Menschen gelesen haben, und dann wurde es ein bisschen ernst im Sinne von, man kriegt keinen Abschluss, man kann dann also in diesem Beruf, bei uns, wir wollen Psychologen werden, nicht arbeiten und raus aus allem. Das ist erstmal nicht angenehm, aber man glaubt es noch gar nicht, dass das so sein kann, denn wir haben uns eigentlich bemüht, gut zu lernen und gut zuzuhören und uns einzubringen. Ja, und es waren eben dann diese Jahre 75, 76, wo dann eben auch diese Maßnahmen gegen die bekannteren Leute getroffen wurden, staatlicher Seite. Und wir als Jüngere sollten daran gehindert werden, solche Freundschaften zu halten, zu pflegen. Und deshalb hat man uns eben dann zunehmend härter angefasst, bis dahin, dass die sich getraut haben, Dinge weiter zu lesen, zu sprechen, zu sagen, weiterzugeben, in Haft genommen wurden, und schon ganz und gar die Solidarisierung mit den Autoren, die sich dafür eingesetzt haben, dass eventuell Wolf Biermann doch zurückkommen kann, dass man dieses überdenken solle. Das war nun ganz... Und da haben sie eben viele inhaftiert, die plötzlich verschwunden sind. Und ich jetzt als Angehörige kam nicht in Haft, aber ich bekam eben spezielle Sachen, die sie sich ausgedacht haben, dass sie eben immer mit mir gegangen sind die ganzen Monate und uns geärgert, genervt haben, indem sie sich immer an unsere Fersen geheftet haben. Die staatliche Entscheidung war, weil man eben nicht wusste, was man mit Leuten machen sollte, die was veröffentlicht haben, was gesagt haben, was soll man für einen Prozess machen? Und da haben sie sich eben entschlossen, unter Androhung von hohen Haftstrafen zu sagen, entweder ihr geht oder ihr kommt nach Bautzen für über 10 Jahre. Was vielen Menschen so geschehen ist und denen, die eine kleine Öffentlichkeit schon hatten. Und das hat eben ein Freund wie Wolf Biermann, der sich ja schon im Westteil des Landes befand, mit geholfen, dass ein paar Texte öffentlich wurden, die Begründung waren für diese ganzen Dinge. Und so haben sie überlegt, was ist zu machen. Übrigens, wir wurden nicht gegen Geld verkauft, also so haben wir es gehört, sondern es wurden da ein paar andere Absprachen offenbar getroffen, international sich so und so zu verhalten. Also wir haben gehört, für uns wurde kein Geld gezahlt. Gut, wir landeten also, ich war zu dieser Zeit 24 Jahre alt, und wir folgten eigentlich nicht in diesen Teil des Landes, weil es ja für uns fremd war. Nun waren wir hier, waren in einer gewissen Freiheit, konnten uns wiedersehen und erstmal das Erlebte uns gegenseitig sagen. Zahlreiche Freunde, die dann nach und nach auch kamen, und man hat sich verständigt. Und die, besonders in West-Berlin geblieben sind,
haben sich auch überlegt, was ist jetzt zu tun, wie verhalten wir uns? Gehen wir jetzt sonst wohin? Und für uns als Familie war es so dieses, wir kennen jetzt auch keine anderen Städte oder haben keine weiteren familiären Bindungen, wir bleiben hier und dachten so ein bisschen, also das haben sie eigentlich nicht umsonst mit uns gemacht, wir müssen uns was einfallen lassen. Und so haben wir uns eben bemüht, die Grenze mit Schrift zu überwinden, in Kontakt zu bleiben, so gut es ging zu telefonieren und das, was weiter veranstaltet wurde, im anderen Teil des Landes weiterzugeben, also und eine Form von Öffentlichkeit herzustellen über das, was geschieht, so gut es ging, die eben im Ostteil unterdrückt wurde, sonst hätte niemand was erfahren. Ja. Und da haben sie natürlich eine erhebliche Wut auch bekommen über Dinge, die man so gemacht hat, dass eben Informationen sehr schnell in der Öffentlichkeit kam. Ich wollte noch mal da nachfragen, als Sie dann in West-Berlin waren, ich erinnere mich, dass die Staatssicherheit auch dort Sie beobachtet hat und nicht nur beobachtet, sondern auch Maßnahmen gegen Sie eingeleitet hat. Vielleicht können Sie da mal ganz konkret erzählen, was das für Maßnahmen waren. Und ich meine mich auch erinnern zu können, dass es wirklich Falschmeldungen, falsche Gerüchte waren, mit denen man versucht hat, den Ruf Ihres Mannes zu diskreditieren. Na, also die Haupt, was man auch anderen in Verhören, die also in der DDR Verhöre hatten, hat man gesagt, sie sagen, das ist ihr Freund, das glauben sie, wenn sie wüssten. Also die Hauptfalschmeldung war, er sei Mitarbeiter er handelt im Auftrag westlicher Geheimdienste. Also das war die Hauptbezichtigung, die niemand überprüfen konnte, aber es wurde an vielen Stellen, also von Freunden, die wir später sprachen, immer wieder gesagt, sie wüssten gar nicht, was der sonst noch macht. In meiner persönlichen Familie, das ist ein bisschen lachhaft, aber es hat auch gegeben, Arbeitskollegen meines Vaters, der war Schlosser in den Zeiss-Werken, hat man verbreitet, dass es ihm zu Ohren kam, wusstest du überhaupt, dass dein herrlicher Schwiegersohn deine Tochter verprügelt? Also ich habe später den Mann auch noch kurz sprechen können, das wurde dem zugetragen und der hat es in Umlauf gebracht. Also auch mit solchen kleinen Dingen wurde Meinung gemacht und diffamiert oder Fragezeichen gesetzt, ja, also sowohl in diesem großen der macht geheimdienstlich, aber auch der ist ein mieser Kerl, ja. Hat Sie diese Erfahrung vielleicht auch misstrauischer gemacht als Mensch oder dass Sie sagen, ich bin sensibler geworden für Informationen, die mir vorgelegt werden? Ganz sicher, ich bin schon ganz schön in den Jahren, also die Zeit, solange die DDR noch da war und wir im Westen sein mussten, ohne hinreisen zu können, waren 12 Jahre. Und ja, es war schon sehr nervig und verunsichernd. Also besonders, wir waren dann einigermaßen erwachsen, aber es spielten ja in unserem ganzen Freundeskreis auch zahlreiche, waren Kinder dabei, die auch in diesem Leben mit waren und die auch viel mitbekommen haben an Themen, an Dingen. Und es ist einfach ungeheuerlich, so was zu machen, also Angst und Verunsicherung zu verbreiten durch diese Parolen, die in Umlauf gebracht wurden. Und das funktioniert eben damals mit diesem bisschen Primitiven, wie auch heute. Wenn etwas in der Welt ist und nichts kann ein Einzelner erstmal ganz genau überprüfen, das ist in der Welt und man denkt immer, naja, wird schon was dran sein. Zum Beispiel ein Bereich, also diese sogenannte Verlautbarung 76 oder wie hieß das, Maßnahmenplan 76, also wo man direkt Richtlinien, genau, also man hat sich Richtlinien überlegt, wie man Menschen verunsichern kann.
Und da war eben auch, also falsche, bei, wenn jemand zum Arzt ging mit irgendwas, wo er sagt, ich muss mal hingehen, ich habe hier Nierenschmerzen oder so, falsche ärztliche Diagnosen lancieren. Also durch irgendwelche in ärztlichen Kreisen das einfließen lassen oder einen falschen Brief schicken dem Patienten. Also sowas ist bei zahlreichen Menschen vorgekommen, hat natürlich über den Einzelnen große Verunsicherung in den Familien ausgelöst. Also auch Röntgenbilder, irgendwas, also auch entsprechend, dort hat es ja Leute gegeben, die tatsächlich sowas gemacht haben. Und auch den Ruf im Beruf diskreditieren, sowohl im Östlichen irgendwas in Umlauf setzen, als auch jetzt, wir haben ja dann lange hier, waren wir auch tätig, zum Glück dann auch Arbeit gefunden in unseren Berufen, auch wenn wir, mein Mann hatte keinen Abschluss bekommen, aber wir konnten mit Zeugen belegen, dass er das Studium gemacht hat, nur eben aus politischen Gründen die Papiere nicht hatte. Ich habe es zum Glück zeitlich versetzt noch bekommen. Und auch hier in West-Berlin hat es für uns spürbar so Sachen gegeben, wo im Beruflichen auch schlecht geredet wurde, also etwas in Umlauf gebracht wurde, wenn ihr wüsstet, was der noch macht. Bis hin zu diesen Dingen, auch das in Umlauf gesetzt wird, sexueller Missbrauch oder im häuslichen Umfeld, also diese sogenannten operativen Maßnahmen, wie die das genannt haben. Ja. Dazu gehörte auch, also ich kann es jetzt mal nur von uns erzählen, wir wohnten in einem ganz normalen Haus, wo mehrere Familien drin lebten. Viele davon, wie ich durch Gespräche mitbekommen habe, die sind nach dem Krieg vertrieben worden aus den östlichen Teilen des früheren Deutschlands, die uns mehr oder weniger ein bisschen misstrauisch, aber auch später freundlich dort aufgenommen haben in dem Haus. Da hat man sich im Anfang der 80er Jahre, als sie zunehmend wütend waren über eine Person wie meinen Mann, der sowohl Bücher veröffentlicht hat, als eben auch Kontakte zu Zeitungen und verschiedenen Nachrichtenagenturen gehalten hat, zu stören darin. Da hat man also in unserem Haus an mehrere Familien, also das ging los mit einer älteren Dame, die schräg über uns wohnte, die hat dann mal so ein bisschen herumgedruckst und hat mal meinem Mann gesagt, wissen Sie, ich muss Ihnen mal was sagen. Bei mir wurde eine Postsendung abgegeben von einem Briefträger. Ich habe mich nur gewundert, da wurde gesagt, ja, wir haben hier was, der ist nicht das, eigentlich für Herrn Fuchs. Könnten Sie das bitte dem mal geben, aber machen Sie es so, dass das seine Frau nicht mitkriegt. Und da hat die sich gewundert und dachte, was ist denn das? Und hat dann doch mal, hat gesagt, ja gut, ich leite das weiter, hat mal reingeguckt. Das waren Porno-Zeitschriften, mehrere übereinander so eingepackt. Und da dachte die, na, das ist ja aber komisch, wieso gibt denn das jemand hier ab? Und hat natürlich nichts gesagt. Andere, also das kam zeitversetzt alles raus. Eine Kinderärztin, die unten drin war, Monate später hat sie erzählt, ja, wir haben Anrufe gekriegt, mehrfach, meine Sprechstundenhilfe und auch ich als Ärztin, dass sie, bei ihnen wäre immer Licht oben. Wir hatten wegen kleinen Kindern immer mal nachts in der Küche eine kleine Lampe an, weil die einfach nicht im Dunkeln sein wollten. Ja, dass die da oben werden Drogen verteilt, also das wäre jetzt vielleicht, sie ist zwar Ärztin, also es wurde richtig dumm dreist so ein Zeug erzählt und dann hat die Ärztin natürlich gesagt, ja, ich kenne die Familie, die ist doch eigentlich ganz, ganz nett, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, wir sagen Ihnen das mal, also wirklich mit solchen primitiven Methoden wurde gearbeitet.
wo man sieht, wir müssen ein kleines bisschen noch auf die Uhr gucken, wo es solche Dinge ja heute auch gibt. Wenn man sich mal dran denkt, zurückdenkt, was alles für Meldungen über Hillary Clinton im US-Wahlkampf verbreitet wurden. Das erinnert mich jetzt sehr stark daran. Herr Knabe, ich würde gerne zu Ihnen überleiten. Sie sind Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Jahrgang 1959, haben Geschichte und Germanistik studiert, dann an der Freien Universität über Umweltproteste in der DDR und Ungarn promoviert. Sie sind seit 2001 Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen, die sich ja, das denke ich, kann man so sagen, zu einer der wichtigsten Gedenkstätten zur Erinnerung an das DDR-Unrecht entwickelt hat. Ich will nur auf ein Buch hinweisen, das Sie geschrieben haben, über das Schönreden der SED-Diktatur. Und meine Frage zielt auch ein bisschen in diese Richtung. Sie sind ja häufig eigentlich mit einem Mythos oder mit den Mythen über die DDR konfrontiert, der sogenannten Ostalgie. Welche Möglichkeiten haben Sie, hat Ihr Team als Gedenkstätte eigentlich solche falschen Bilder auch zu korrigieren? Das ist ja quasi Ihre tägliche Arbeit. Wie machen Sie das und mit welchem Erfolg? Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Vor allem, weil immer neue Pflanzen nachwachsen, die man nun mal wieder von vorne anfangen muss, also junge Menschen, die eben wenig wissen über diese Zeit, und das bekommen wir dann auch sehr hautnah gespiegelt, die also gar nichts mehr wissen, nicht mal mehr die Abkürzung DDR auflösen können oder ähnliches. Und da fängt man ganz von vorne an, und das ist nicht so ganz einfach in der kurzen Zeit, die man da zur Verfügung hat. Aber es ist eben, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, wenn wir aus diesen historischen Erfahrungen auch die eine oder andere Lehre ziehen wollen. Das Problem ist doch in der Politik, wir können bestimmte Systeme nicht richtig im Labor simulieren und gucken, funktioniert es, was kommt da raus, ist das gut oder schlecht, sondern wir haben eigentlich nur den Blick zurück, wie war das damals? Hat es funktioniert? Was kam dabei raus? Warum ist das so schief gegangen? Gerade in den letzten Tagen musste ich mich viel mit Karl Marx beschäftigen, weil da in Trier eine 5 Meter hohe Statue errichtet wird am 5. Mai, wo man dann eben versucht, diese Fragen aufzudröseln. Wie konnte es kommen, dass auf dem Fundament dieser Schriften dann diese Diktaturen entstanden sind? Also da ist wirklich viel zu tun, aber ich will nochmal vielleicht auf das engere Thema zu sprechen kommen, nämlich das Thema Fake News, und vielleicht Herrn Kellerhoff da vielleicht nicht widersprechen, aber doch etwas die Dinge nochmal anders aufdröseln. Er hat gesagt, Fake News sind Falschnachrichten, die geglaubt werden. Hat eins, sie müssen nicht unbedingt von allen geglaubt werden. Es reicht auch schon, wenn sie Zweifel auslösen, dass es vielleicht auch so sein könnte. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, auch aus der Feder von Herrn Jörges, will das jetzt gar nicht vertiefen, wo er geschrieben hat, dass dieser Anschlag auf Skripal könnte ja auch von der Ukraine ausgelöst worden sein, weil sie möglicherweise ein Interesse daran gehabt hätte, Putin da in Schwierigkeiten zu bringen. Alleine so ein Gedanke, so eine Formulierung reicht aus, um bei manchen Menschen den Blick auf das, was tatsächlich geschehen ist, zu vernebeln. Und ein zweiter Punkt, der hier, glaube ich, wichtig ist, dass Fake News mit einer Absicht in die Welt gesetzt werden. Die Falschnachricht kann auch eine Zeitungsente sein, so haben wir das früher genannt, wo sich dann am nächsten Tag heraus, das stimmt nicht. Aber bei der Fake News ist eine Absicht dahinter, jedenfalls würde ich das so sagen. Und diese Absicht kommt vom Absender dieser Nachricht. Und das ist ein ganz springender Punkt, und da ist eben auch die Parallele zum Staatssicherheitsdienst so offensichtlich, die eine ganze Abteilung dafür beschäftigt hat, mit Absicht falsche oder, da komme ich jetzt noch drauf zu sprechen, verfälschte Nachrichten zu verbreiten. Denn die Abteilung 10 der HVA hatte die Devise,
dass bei ihren Desinformationskampagnen 90% wahr sein sollte und nur 10% falsch. Weil dann natürlich die Kampagne sehr viel glaubwürdiger ist, wenn das meiste davon stimmt und nur der eine oder andere Akzent anders gesetzt ist. Zum Beispiel bei der Kampagne, die dann auch im Stern zu einem Titelblatt geführt hat, Atomraketen auf Kiel. Da hatte man ein Handbuch der NATO sich beschafft mit den Raketenzielen in einem möglichen Kriegsszenario. Diese Raketenziele befanden sich alle im Gebiet des Warschauer Paktes. Und dieses Handbuch ist dann ergänzt worden um einige wenige Ziele an der Grenze. Macht militärisch vielleicht auch Sinn, dass man eben Atomraketen, wenn die Rote Armee bis Kiel vorgedrungen ist, auch auf Kiel wirft. War aber nicht so, war niemals Absicht der NATO, Atomraketen auf Kiel zu werfen. Aber es war dann das Cover einer Sternausgabe in dieser Zeit. Also diese Kombination aus viel wahr und ein bisschen falsch, das finde ich, ist noch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Eine Fake News kann auch sein, dass ich die Dinge einfach ein bisschen anders gewichte, dass ich gar nichts Falsches sage, aber den Schwerpunkt auf bestimmte Aspekte lege, wodurch die ganze Geschichte einen ganz anderen Eindruck macht. Also ohne zu lügen kann man auch Fake News verbreiten. Und schließlich kann man als Fake News auch Nachrichten einfach ihnen eine andere Relevanz geben. Wir haben ja, glaube ich, hier heute Kollegen von Russia Today bei uns und ich habe mal eine Zeit lang, bin ich gefollowt, Sputnik, dem Twitter-Kanal von diesem Unternehmen. Und das ist höchst erstaunlich, was sie da für ein Bild der Welt gewinnen, einfach durch die Gewichtung. Auf der russischen Seite werden immer neue Flugzeugträger eingeweiht, hübsche U-Boote, riesige Dinger, neue Flugzeuge. Dann gibt es auch mal ein schönes Fest und die Menschen freuen sich über ihr Leben. Und auf der westlichen Seite gibt es nur Unglücke, Anschläge, Flüchtlinge, Arbeitslose, ein bisschen wie früher der Schwarze Kanal, alleine durch die Auswahl. Sodass ich dann nach einigen Wochen dachte, also ich muss jetzt vielleicht mal mich da wieder ausklinken, sonst werde ich auch noch so verdreht. Alleine durch das ständige Wiederholen dieser anderen Zusammenstellung von Nachrichten können Sie Fake News produzieren, können Sie ein falsches Wirklichkeitsbild erzeugen. Ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen wollte in diesem Zusammenhang. Ein Ziel von Fake News kann auch sein, einfach Verwirrung zu stiften. Dass man den Menschen die Fähigkeit nimmt, zu unterscheiden zwischen wahr und falsch. Wahr und falsch, das ist ja für unser Leben doch ein ziemlich wichtiges Kriterium, auch in persönlichen Verhältnissen, kann ich dem trauen oder nicht. Stimmt etwas nicht. Wenn ich diesen Unterschied verwische und den Eindruck erzeuge, im Grunde kann alles wahr sein, es kann auch alles falsch sein, das ist eine massive Unterminierung der Demokratie, weil man dann nicht mehr rational politische Prozesse betrachten, analysieren kann. Alles kann ja möglich sein, alles kann falsch sein. Und in diesem Kontext, das hat mich auch eben daran erinnert, als ich das las jetzt von Herrn Jörges, diese Kolumne ging auch über Twitter, diese Vorstellung, es könnte ja auch genau umgekehrt sein. Sie kennen das auch bei den Verschwörungstheorien mit dem 2. September. Es könnte ja auch sein, dass der US-Präsident das alles veranlasst hat und diese Flugzeuge mit Absicht da reingeschickt hat. Es könnte ja auch sein, dass das gar nicht stattgefunden hat, dass uns das alles nur vorgemacht wurde. Und wenn Sie mit dieser, mit diesem Gift ständig gefüttert werden, können Sie eben nicht mehr unterscheiden, was richtig ist und was falsch. Und das ist für eine Demokratie wirklich verdammt gefährlich. Ich würde gerne einen Begriff aufgreifen, den Sie gerade genannt haben, und zwar den der Gewichtung. Weil ich glaube, das spielt, wenn wir jetzt mal den Blick werfen in eigentlich aktuelle Ereignisse und Fragen, eine ganz wichtige Rolle. Neben mir sitzt Caroline Schwarz. Sie sind freie Journalistin. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie so kurzfristig auch eingesprungen sind.
Sie sind Jahrgang 1985, studierte Ethnologin und Afrikanistin. Sie haben bei Korrektiv gearbeitet. Das ist eine Organisation, die unter anderem auch mit Facebook zusammenarbeitet, investigativen Journalismus macht, aber auch in dieser Kooperation mit Facebook falsche Nachrichten identifizieren soll. Und aktuell arbeiten Sie in einem Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das vom BMBF gefördert wird, wo Sie Fotos und Videos zusammentragen, die häufig in Fälschungskontexten genutzt werden. Also im Grunde machen Sie eine Art, ich würde es mal Blacklist nennen, von Dingen, die man da häufig wiederfindet. Ich würde Sie gerne auf einen Punkt ansprechen, den ich sehr spannend finde, den man in dieser Diskussion über Facebook und die Meinungsmache über Facebook immer wieder findet, und zwar diese sogenannten Bots oder Trolle, wie sie heißen. Also Roboter, die signalisieren, also tun, als gäbe es für eine bestimmte Meldung ganz viele Personen, Facebook-Accounts, die das toll fänden oder sich dafür interessieren würden. Ich habe im Vorfeld mal recherchiert und bin auf ein Beispiel gestoßen von einer Kollegin von Ihnen, die mal ein kleines Experiment gemacht hat, das ich sehr, sehr spannend fand, weil es unglaublich viel auch darüber aussagt, wie Facebook funktioniert. Und zwar folgendes. Die hat sich auf Facebook einen Account angelegt mit dem unverdächtigen Titel Goldfisch. Also Sie sehen einfach einen Facebook-Titel, wo ein Goldfisch als Bild abgebildet ist, und hat natürlich null Likes gehabt und auch keine Follower. Wer interessiert sich schon für Goldfische? Hat dann sich geschaut, überlegt, wie kriege ich jetzt für diese Seite eigentlich Interessenten, solche Follower. Und sie ist auf Seiten gestoßen, wo man diese Follower und Likes einkaufen konnte. Und sie hat dann für einen sehr geringen Betrag von insgesamt vielleicht 15, 20 Dollar mehrere tausend von solchen Likes eingekauft, die dann diese Goldfischseite als gefällt mir und ich bin ein Folger, ein Follower markiert haben. Und binnen kürzerer Zeit hatte sie auf einmal 2000 Likes. Also Sie sehen, sie konnte sich mit Geld solche Likes generieren, die so taten, als ob diese Seite irgendwie von Relevanz wäre. Als technischer Laie fragt man sich natürlich, was kann man eigentlich so einer Manipulation, die Bedeutung und Gewicht eben suggeriert, was kann man dem eigentlich entgegensetzen? Ganz kurz noch einen Schritt zurück. Ich arbeite nicht an einer Blacklist, das klingt immer so verboten und blockiert. Darum geht es nicht, es geht vielmehr darum, Journalisten und interessierten Zivilgesellschaftsmenschen eine Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der sie nachschauen können, dass Bilder und Videos einfach immer wieder genutzt werden in neuen Kontexten. Vielleicht kurz ein Beispiel, es gibt so ein Bild von Angela Merkel, wie sie in einem Flüchtlingscamp in der Türkei ist und von zwei jungen Mädchen mit Kopftüchern in weißer Kleidung mit Blumensträußen empfangen wird. Und dieses Bild wird immer wieder genutzt, um zu suggerieren, Angela Merkel steht da und gratuliert Kinderbräuten zur Eheschließung. Alle paar Monate kommt dieses Bild, teilweise tausendfach geteilt. Das ist so ein Beispiel von vielen, so einfach, um nachverfolgen zu können und nachvollziehen zu können, dass es immer wieder die gleichen Fotos sind, dass da relativ wenig Aufwand betrieben wird, aktuell noch überhaupt, um diese Fotos und Videos in einen anderen Kontext zu setzen. Also es gibt inzwischen relativ viel Manipulation, aber tatsächlich ist das meiste gar nicht so aufwendig, sondern einfach nur Dinge aus dem Kontext reißen und in einen neuen setzen. Was die Manipulation betrifft, tatsächlich kann man sich Likes und auch Accounts kaufen. Wir haben das mal, als ich noch bei Jäger und Sander für Funk gearbeitet habe, versucht, dass wir Twitter-Accounts gekauft haben und die dann automatisiert haben quasi. War nicht so erfolgreich, das Experiment. Aber es ist relativ einfach, wenn man mit Bitcoin umgehen kann oder auch mit Visitenkarten, geht das relativ schnell. Das erklären, also Bitcoin, diese Kryptowährung. Ja. Yeah. Das ist der neue heiße Scheiß. Also tatsächlich glaube ich, die Gewichtung, also man muss überprüfen, was dahinter steckt, hinter Zahlen. Wir sollten als Journalisten gerade uns auch nicht zu sehr auf diese Zahlen konzentrieren in jeglicher Hinsicht. Gerade wenn es um Twitter geht, was sehr viel einfacher zu automatisieren ist als Facebook, gibt es da durchaus Vorkommnisse, dass eben bestimmte Nachrichten von automatisierten Accounts einfach weiterverteilt werden. Das ist so, es ist aber auch nicht so groß das Problem, wie es immer gesagt wird. Also es gibt relativ viel Forschung dazu, auch dazu, wie viel
Bots und Social Bots es im Bundestagswahlkampf gab, und am Ende kam einfach auch letztendlich heraus, dass das keine so große Rolle gespielt wird. Besonders intelligent sind die heutzutage auch nicht unbedingt. Sie werden vor allem dazu genutzt, um bestimmte Bilder, Videos, Artikel und so weiter zu verbreiten. Letztendlich müssen wir dann schauen, als Journalisten vor allem, die ja irgendwie auch ganz gern mal darauf gucken, wie viel Retweets, wie viel Likes ein bestimmter Post hat, das eben nicht zu sehr zu gewichten. Oder einfach auch mal zu schauen, wer unter diesen Menschen ist, die das retweeten, die das reposten. Weil letztendlich kann man sich das auch anschauen und sich die Zeit nehmen. Kurz auf Nachfrage, woran erkennt man eigentlich, dass das jetzt ein Fake-Account ist zum Beispiel? Kann man das immer so klar sagen? Im Zweifelsfall muss man die einfach mal anschreiben und gucken, was passiert. Also es ist schon so, dass es bestimmte Merkmale gibt, die auf einen gewissen Grad der Automatisierung hinweisen, die jetzt aber nicht unbedingt nur ein Zeichen dafür sind, dass es ein Social Bot ist. Das heißt, man kann analysieren, ob ein Twitter-Account zu jeder erdenklichen Uhrzeit postet, also zwischen 0 und 24 Uhr. Die meisten Menschen sind nicht so lange wach. Das heißt, das ist ein Indiz dafür. Dann gibt es die Möglichkeit zu schauen, wie viel getweetet wird, was für Plattformen genutzt werden, um zu twittern. Wenn eine bestimmte Plattform genutzt wird, ist das auch eher der Hinweis darauf, dass es sich dabei um einen automatisierten Account handelt. Nun ist es aber auch so, dass zum Beispiel Erika Steinbach nur ihr iPad nutzt, um zu twittern. Das lässt sich nachvollziehen, ist aber auch kein Social Bot. Das heißt, man muss all diese Merkmale, die es da gibt, auch immer mit gewisser Skepsis betrachten und schauen, was steckt letztendlich dahinter. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass Facebook auch dringend reguliert werden müsste? Und wenn ja, in welchem Maß? Maß. Also, ich, das ist eine neue Einheit. Ich glaube schon, dass man eine gewisse Transparenz einfordern muss, zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sich als so clever erweisen wird. Das müssen wir sehen in der ersten Evaluation. Ich glaube schon, dass es durchaus eher zu Overblocking geführt hat und zu einer Beschränkung der Meinungsfreiheit in gewisser Weise, was viele Menschen einfach befürchtet haben vorher. Ich glaube, eine Transparenz kann man durchaus einfordern. Also wir haben in der Kooperation mit Facebook bei Korrektiv ja das Faktenchecking übernommen. Das heißt, wir haben nicht dafür gesorgt, dass Falschmeldungen gelöscht wurden, sondern dass sie im Zweifelsfall einen kleinen Sicherheitshinweis sozusagen bekommen haben, der darunter angezeigt wurde, und man konnte dann eben auf einen Link klicken und sich den Faktencheck dazu anschauen. Jetzt ist es so, dass es das Faktenchecking mit Facebook auch in den USA, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und noch diversen weiteren Ländern seit kurzem gibt. Und die einzige Zahl, die es dazu zum Beispiel gibt, was das Faktenchecking auf Facebook betrifft, ist, dass Facebook die Zahl veröffentlicht hat, dass 80% der als Falschmeldung markierten Artikel, dass die markierten Artikel an 80% Reichweite verlieren, nachdem sie als Falschmeldung markiert wurden. Jetzt ist es aber so, dass die Durchschnittsdauer, bis etwas markiert wird, aber bei 3 Tagen liegt. Und wer Social Media kennt, weiß, die meisten Artikel, die irgendwie großartig geteilt werden, sind nach 3 Tagen eh weniger geteilt. Also da gibt es so einen ganz natürlichen Abfall an Interaktion nach der Zeit. Wie genau eine Regulation aussehen kann, weiß ich nicht. Ich mache keine Politik, aber grundsätzlich wünsche ich mir mehr Transparenz von allen Plattformen, also nicht nur von Facebook, sondern auch von Twitter und YouTube, und auch gerade mehr Daten für die Forschung, um herausfinden zu können, was da eigentlich gerade passiert. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt sehr viel über historische Beispiele und die viel zitierten sozialen Medien gesprochen. Wir kommen jetzt noch zu einem Teil, wo es auch um die Frage gehen wird, was hat das eigentlich für die klassischen, die Printmedien, die Online-Medien zu bedeuten? Und deswegen freuen wir uns, dass Hans-Ulrich Jörges heute Abend hier ist bei uns. Sie waren langjähriges Mitglied der Chefredaktion der Illustrierten Stern. Jahrgang 1951. Sie haben ein Volontariat zum Wirtschaftsjournalisten bei der Nachrichtenagentur Vereinigte Wirtschaftsdienste gemacht.
und waren dort Chef vom Dienst. Dann haben sie Stationen bei zahlreichen Zeitungen gehabt, unter anderem Süddeutsche Zeitung, Reuters und so weiter. Sie haben, das finde ich sehr spannend, auch das gemeinnützige Projekt Gedächtnis der Nationen mitgegründet, um die Erinnerung von Zeitzeugen aufzunehmen und so für nachfolgende Generationen zu bewahren. Und auch um Geschichtsfälschung und Revisionismus damit vorzubeugen. Ich darf Sie zitieren, dass Sie Faktentreue und Unabhängigkeit als das oberste Gebot des Journalismus ansehen. Ich glaube, da habe ich Sie ganz richtig zitiert. Wo sehen Sie die Möglichkeiten eigentlich der klassischen Medien, gegen solche Fake News vorzugehen? Also zunächst mal muss ich ja auf die freundliche Vorlage von Herrn Knabe antworten, ja, der ja so eine Diskussion nicht bestreiten kann, ohne solche Angriffe zu starten. Das, was ich geschrieben habe, kann ja jeder nachlesen. Und das habe ich deshalb geschrieben, weil es Fake News nicht nur auf russischer Seite, sondern auch westlicher Seite gibt. Das wissen wir spätestens seit dem Irakkrieg, als die monströse Lüge von den Massenvernichtungswaffen bis in den Weltsicherheitsrat hinein propagiert wurde und dem fast alle Medien gefolgt sind, bis das Gegenteil bewiesen war. Mir, dann mache ich aber auch Schluss damit, mir ist nicht schlüssig, und deshalb habe ich Zweifel formuliert, und wenn Sie das als Gift bezeichnen, lieber Herr Knabe, dass man in Medien Zweifel formuliert, dann können Sie die freien Medien sowieso abschaffen. Denn die geltende Lesart, dass der Mordanschlag in Salisbury in Großbritannien auf den ehemaligen Doppelagenten russisch sein müsse, vom russischen Geheimdienst, da habe ich insofern Zweifel, als der passiert ist 14 Tage vor der russischen Präsidentenwahl und 3 Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft, die ohnehin schon von jede Menge Boykott-Fantasien umwabert ist. Und was ich das zweite Element, worüber ich geschrieben habe, nämlich, dass in Syrien Giftgas in Ost-Ghuta, Giftgas vom Assad-Regime abgeworfen wurde aus Flugzeugen. Auch das war mir nicht sozusagen eingängig, weil Ost-Ghuta schon fast erobert war und gerade Donald Trump bekannt gegeben hatte, dass er die letzten amerikanischen Truppen abzieht. Warum dann die Syrer dort, es sei denn, Assad ist extrem dumm, Giftgas abwerfen und die Amerikaner dort halten, war mir auch nicht eingängig. Inzwischen waren einige westliche Reporter in der Stadt, in Duma, ZDF, AP und andere, die dort auch mit Angehörigen von Opfern gesprochen haben, die ihnen sagen, dass die Fässer mit dem Chlor von den Islamisten, den letzten, die dort waren, aufgestellt worden seien. Also insofern fühle ich mich nicht ganz auf dem falschen Fuß erwischt. Aber das ist bestimmt von Russia Today, aber denn, was Sie gerade gesagt haben. Sie sind so ideologisch festgelegt, dass Sie völlig, dass Sie gar nicht mehr völlig unabhängig denken können. Die Frage, wer dort Giftgas abgeworfen hat, ist doch keine Frage, dass Russia Today im Saal ist. Das ist eine Frage von wahr oder unwahr. So, ich will aber, dafür ist es für mich auch erledigt. So, für mich geht es bei dieser Diskussion um was ganz anderes, nämlich um eine neue Qualität von Fake News. Das kann man gar nicht mehr diskutieren, ohne die sozialen Netzwerke mitzudiskutieren. Ich will Ihnen ein exemplarisches Beispiel nennen, wird Herr Knabe zufrieden sein, es geht nämlich gegen Russland. Wie sowas heute inszeniert ist, es dreht sich um den französischen Präsidentschaftswahlkampf. Da ist kurz vor dem Wahltermin, sind die Netzwerke des Präsidentschaftskandidaten Macron geknackt worden, gebrochen worden, offensichtlich von russischer Seite aus, offensichtlich ein geheimdienstlich gesteuerter Einsatz. Das sind Zehntausende von Dokumenten geöffnet worden. Die sind ganz kurz vor dem Wahltermin online gestellt worden und das sind echte und falsche Dokumente gemischt worden. Und es wurde das Gerücht damit in die Welt gesetzt, Macron habe Guthaben im Ausland. Dieses Gerücht hat in der letzten Fernsehdiskussion Marine Le Pen aufgenommen und ihm an den Kopf geworfen. So funktioniert das. Er hat sich erstens eher geschickt verhalten, weil er das frontal genommen hat in der Fernsehdiskussion. Zweitens, diese Welle von sozusagen online gestellten, erbeuteten, falschen und richtigen Dokumenten ist in den französischen Medien nicht aufgenommen worden. Die wussten, dass es auf die Wahl zieht und haben es verhindert. Also sie haben es, um das klarzumachen, dasselbe ist bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl übrigens auch gelaufen. Da gab es unter anderem, wissen wir ja, sind die
Accounts von Hillary Clinton geknackt worden. Es sind alle möglichen Gerüchte und Falschmeldungen über sie gestreut worden, unter anderem das absurd erscheinende Konstrukt, sie betreibe von einer Pizzeria in Washington aus mit ihrem Wahlkampfleiter ein pädophiles Netzwerk. Da lachen wir heute drüber. Ein Mensch, ein Mann hat das so ernst genommen, dass er mit einer Waffe da reingegangen ist und hat um sich geschossen. Da ist Gott sei Dank niemand ums Leben gekommen, aber das wurde richtig hart. Wir lernen daraus, aus diesen beiden Fällen, die für mich eine Art von permanenter, unblutiger Kriegsführung geworden sind, um es klar zu nennen, es ist eine aggressive Handlung. Es sind geheimdienstlich gesteuerte Aktionen, es werden Netzwerke gebrochen, es werden dort Dokumente erbeutet, sie werden an die Öffentlichkeit gespielt, sie werden gemischt mit Gerüchten und Falschinformationen. Die wiederum werden aufgenommen, und da wird es interessant, was die Netzwerke angeht. Es gibt, was die russische Seite von solchen Fake News angeht, von den westlichen habe ich am Anfang schon geredet, was die russische angeht, eine intensive Kooperation mit rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien im Westen, sodass es der Linkspartei, die bei Konferenzen nach Russland eingeladen war, unter anderem auf die Krim ganz unheimlich war, als sie auf einmal von lauter Rechtsextremen umgeben waren. Es ist sind neue Partnerschaften entstanden. Am Beispiel Frankreich sieht man, wie das funktioniert, dass es von Le Pen aufgenommen worden ist. Also es gibt keine Verbindung mehr, keine einfache. Russland ist mit den Linken oder Linksextremen in Westeuropa oder im Westen verbunden. Das ist ganz anders geworden. Und wir lernen daraus was über die sozialen Netzwerke. Die sind rechtspopulistisch geneigt. Zumindest haben sie nichts dagegen, was Facebook angeht, nichts dagegen getan, dass sie so benutzt werden. Und da werden sie gefährlich. Als Mark Zuckerberg vor dem amerikanischen Kongress befragt worden ist, hat er dort ausgesagt, leider haben die nicht nachgefragt, dass im amerikanischen Wahlkampf Donald Trump 5,9 Millionen Anzeigen genehmigt wurden auf Facebook, 5,9 Millionen und Hillary Clinton 6.600. Das sind die Größenordnungen. Und damit, wenn sich das mischt mit Lügen, wenn die Lüge das Ziel solcher Kampagnen ist, gezielter, zum Teil geheimdienstlich gesteuerter, politisch unterfütterter Desinformationskampagne, dann wird es richtig gefährlich. Denn dann ist es auch nicht mehr möglich, so demokratische Prozesse irgendwie demokratisch zu kontrollieren. Der ehemalige FBI-Direktor, der jetzt ein Buch veröffentlicht hat, hat Donald Trump als einen seriellen Lügner bezeichnet. Das ist, das muss man einfach mit erwähnen, was den Begriff Fake News angeht, den er ständig gebraucht. Er ist im Moment zweifellos der größte Lügner auf der Weltbühne. Und er lügt jeden Tag gemischt 10-mal. Das ist inzwischen bekannt. Er macht damit Politik immer noch. Ihm folgen noch sehr viele Leute. Ich würde heute mal für gut möglich halten, dass er wiedergewählt wird, trotz dieser Strategie. Und was, weil Sie sagen, was machen da Printmedien mit? Das kann man am Beispiel Trump in den USA ziemlich gut beobachten. Die New York Times und die Washington Post, die von ihm als Volksfeinde bezeichnet wurden, das sind die Lieblingsfeinde, die er ständig angegriffen hat, denen ging es nie so gut, wirtschaftlich und publizistisch betrachtet, wie heute. Die haben unglaublich zugelegt. Im ersten Vierteljahr nach der Wahl Trumps hat die New York Times mehr als 50% mehr Online-Abonnenten gehabt als im Jahr zuvor. Und das ist bei der Washington Post ähnlich. Die machen hohe Gewinne, nebenbei bemerkt. Die haben sehr viele Abonnenten. Also mit klassischer Aufklärung dessen, was da an Lügen präsentiert wird, können, das ist erstens die Aufgabe, nicht nur von Printmedien, sondern von klassischen Medien überhaupt, können diese klassischen Medien sehr gut leben, weil die Menschen, Gottlob, mehrheitlich nicht geneigt sind, Lügen zu glauben und weil sie schon gar nicht verblödet sind. Insofern wäre es ja, wenn es sich gut... Das heißt, wenn es sich gut entwickelt, könnte es ja vielleicht am Ende sogar so sein, dass wir mit dieser ganzen Kampagne vielleicht
ein ähnliches Phänomen hätten, wie Sie das eingangs geschildert hatten, dass aus einem eigentlich negativen Entwicklung ein sehr positives Ergebnis rauskommt. Vielleicht. Das ist ja kein positives Ergebnis. Nein, wenn die Abonnentenzahl steigt und man sieht, dass ja, aber der Preis könnte sehr hoch sein. Es gibt eben klassische Medien, die in ihrer Funktion von einer großen Zahl von Menschen noch erkannt und geschätzt werden. Das ist aber die Leserschaft der New York Times und der Washington Post ist nicht die Mehrheit der Amerikaner, weit davon entfernt. Damit ist der Kampf nicht gewonnen. Sondern wenn Sie mich fragen, was muss man tun, um das kurz zu sagen, ich war nie Mitglied von Facebook, ich bin es nicht und werde es nie sein. Ich habe nie getwittert und werde nicht twittern. Und ich kann nur raten, wenn man das sieht und man ist Mitglied, rauszugehen. Man kann gut leben ohne Facebook. Auch als Journalist kann man ohne Facebook und Twitter gut leben. Dass ganze Verlage, auch meiner, in Facebook unterwegs sind, ist deren Entscheidung, da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. Ist aber meine, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, was diese großen, auch mit Hacken verbundenen Angriffe international anbelangt, muss man anfangen, darüber nachzudenken, dass man nach der Ära der sozusagen physischen Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsabkommen auch jetzt reden muss über die Abrüstung im Internet und über die Abrüstung und Rüstungsbegrenzung und Angriffsbegrenzung im digitalen Raum. Das ist heute fast noch gefährlicher als die echten Raketen. Vielen Dank. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt auch gerne dazu übergehen, dass wir Fragen aus dem Publikum stellen können. Ich möchte Sie bitten, das Mikrofon oder die Mikrofone zu benutzen, die Sie vor sich sehen. Wir beginnen da hinten bei dem Herrn in der letzten Reihe. Bitte schön. Ich würde gerne wissen, ob in dem Buch auch der größte Datenskandal oder größte Unwahrheit aufgearbeitet ist, nämlich die angebliche sowjetische Vorbedingung. Diese Behauptung, mit der der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, viele zigtausend Menschen um ihr Eigentum gebracht hat, aber vor allen Dingen dazu beigetragen hat, dass bis heute die neuen Länder wirtschaftlich ausbluten, Unternehmer nicht zurückkehren, obwohl sie rückkehrwillig sind, und hier Diebstahl am eigenen Volk gemacht wird. Klare Antwort wird nicht angesprochen. Wir haben 11 Beispiele, dieses gehört nicht dazu. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob die von Ihnen gegebene Darstellung richtig ist. Ich bin kein Experte dafür, aber ich hätte meine Zweifel und würde sehr lange recherchieren, bevor ich mir diese Ihre Meinung, die selbstverständlich legitim ist als Meinung, zu eigen machen würde. Der Herr hier vorne in den grünen Pullover. Ja, ich hätte eine Frage an die Frau, die auch bei Korrektiv gearbeitet oder noch arbeitet oder gearbeitet hat. Ich weiß noch, zu Beginn als Anstand, ob man halt mit Facebook kooperieren soll, war das also durchaus eine Kontroverse innerhalb von Korrektiv. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt der Stand der Debatte ist, vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen. Ich habe nur in Erinnerung, dass es, das war zumindest auch von dem von David Schramm so auch geäußert worden, auch von der öffentlichen Versammlung, dass man schon orientiert an gewissen Standards die Frage stellt oder sich stellen soll für Facebook, wann eine Deadline ist, also quasi wann auch die Sollbruchlinie da ist, wo das nicht mehr geht. Und das ist insbesondere einerseits die Frage, wird man benutzt, instrumentalisiert, das wäre noch relativ einfach. Aber die andere Frage, die etwas komplexer ist, ist die Frage nämlich, inwieweit man sich, das zieht auch in gewisser Weise, was Herr Jörges gesagt hat, indem man sie da drin ist, immer auch viele Medien sagen ja auch öffentliche rechtliche Medien, sie sind da drin, um die Leute abzuholen. Aber das ist genau die Krux dabei, das Abholen ist möglicherweise auch Teil des Systems, Facebook, Stichwort Werbung und so weiter, und die spielen damit. Und das ist eine sehr schwierige Frage, die kann man nicht ja oder nein beantworten, da hätte ich gerne ein bisschen Auskunft. Und eine andere Frage noch an Herrn Knabe, kurz und bündig, nämlich die Schwierigkeit speziell der DDR-Bürgerrechtsbewegung, insbesondere in der Nachwendezeit,
da gibt es halt, das hat sich auch im ersten, also im Bundestag 1990, als also die Westgrünen rausgeflogen sind und nur die Ostgrünen drin waren, am Beispiel der Bürgerrechtler, die dann sehr schnell Zufluss, also irgendwie Zufluss gefunden haben in den jeweiligen etablierten Parteien, also egal ob das jetzt SPD oder CDU und so weiter waren und so weiter, und denen, die wirklich viel riskiert haben, bis hin zur Knast, aber ein Stück weit eine Schwierigkeit haben mit den Verhältnissen hier, weil sie ja, sich nicht so vereinnahmen lassen wollen in das hiesige System und insbesondere an ihre Person auch ihre Schwierigkeiten haben. Ich kann das nicht so richtig einschätzen, ich kann nur sagen, ich kriege das mit, weil ich selber, mit Unterstützer, ich kann auch nicht Herrn Kunert, die Freunde von Lena, also Gerolf Pannach und so weiter, aus den 70er Jahren, hatte Kontakte, hatte auch mit unterstützt, auch im Rahmen von Glasnost. Noch ein bisschen zu weit weg. Da wollte ich jetzt konkret fragen, könnten Sie sich eine Art von Diskurs vorstellen, um da ein Stück weit versöhnerisch zu wirken? Ich fange an, oder? okay, das waren zwei Fragen. Einmal die Präsenz und einmal die Zusammenarbeit mit Facebook. Ich glaube, man muss das als Experiment wahrnehmen, diese Kooperation mit Facebook. Ich halte es für ein durchaus nicht allzu blödes Experiment, das zu tun, weil wir noch keine Lösung haben, genau diese Menschen zu erreichen, die an Falschmeldungen glauben und diese verteilen. Das heißt, ich kann mein Fact-Checking-Projekt haben, ich kann das irgendwie auf einer Website haben, ich kann einen Twitter-Account haben, ich kann einen Facebook-Account haben, aber genau an diese Leute ranzukommen, die das Ganze verteilen, ist die nächste Schwierigkeit, die man irgendwie erstmal überwinden muss. Und genau das ist aber das Problem, von dem wir stehen, dass bestimmte Menschen nicht mehr erreichbar sind für bestimmte Inhalte. Insofern fand ich das kein allzu schlechtes Projekt. Inwiefern das jetzt so ein bisschen Corporate Social Responsibility ist, ist halt die nächste Frage. Ich kenne aber kein anderes Projekt, das irgendwas Vergleichbares tut. YouTube hat was Ähnliches eingeführt, so ein Fact-Checking-Tag, was man in der Google-Suche findet. Darüber ist gar nicht so viel berichtet worden, auch das hat Korrektiv implementiert. Viele andere Medien in Deutschland haben das nicht implementiert, weil man das so ein bisschen ins Content-Management-System reinhauen muss und alle da so ein bisschen vorsichtig sind dabei. Und Twitter tut halt einfach gar nichts. Also eigentlich stellen die sich in ganz vielen Belangen einfach tot. Insofern, ich hoffe, das kann Ihre Frage so ein bisschen beantworten. Ich glaube, wir haben noch nicht die Lösung gefunden, dem beizukommen und gerade die Personen zu erreichen, die viele Dinge glauben. Das ist ein Zusammenspiel aus, die Zivilgesellschaft muss aktiv widersprechen, wenn sie das auf Facebook oder sozialen Medien oder am Gartenzaun oder am Stammtisch sieht und hört. Das Gleiche muss aber auch die Politik unternehmen, das heißt, und auch Behörden, zum Beispiel die Polizeien müssen irgendwie internalisieren, dass bestimmte Presseanfragen zu bestimmten Ereignissen und Gerüchten einfach sehr schnell beantwortet werden müssen. Das schaffen einige Polizeien, andere nicht. Und das ist auch eine Frage der Bildung und eine Frage der Medien und einer gewissen Transparenz, die einfach auch geschaffen werden muss. Das ist so ein Rundumschlag. Die andere Frage zur Präsenz von Medien auf sozialen Medien allgemein. Ich glaube nicht unbedingt, dass jeder in der Lage ist, seinen Facebook-Account zu löschen. Ich glaube, es hat sich auch sehr im Alltag vieler Menschen etabliert und es ist relativ schwer, davon wegzukommen. Was die Präsenz von Medien betrifft, ich glaube, es muss passieren und ich glaube, es ist auch eine gute Möglichkeit. Viele Menschen haben generieren relativ viel Traffic über ihre Social-Media-Auftritte. Dort konsumieren Menschen Nachrichten. Das sollte man auch nicht unbedingt Alternativmedien nur überlassen. Das ist auch noch die nächste Frage. Die Frage ist einfach nur, zu welchem Preis ist man auf diesen Medien präsent? Und das muss sich aber jedes Medium... Wo ist die Sollbruchlinie? Für sich... Ja, das muss jedes Medium für sich entscheiden. Ja, die Sollbruchlinie, also völlig richtig, was Sie sagen. Ich halte es auch für richtig, dass beispielsweise wir in Social Media aktiv sind. Ich persönlich nicht, aber
nicht als mein Ressort, wir als Mediengruppe. Die Sollbruchlinie ist dann dort, wo wir sozusagen eingebunden werden in Mechanismen, die wir nicht nur nicht kontrollieren können, das können wir generell nicht, in denen wir uns missbraucht vorkommen. Das hat ja unser Vorstandsvorsitzender jetzt verschiedentlich mit scharfen öffentlichen Attacken auf Zuckerberg und andere, der noch vor kurzem einen Preis von uns gewonnen hat, aber das ist nur eine Parenthese, geäußert. Das sind strategische Fragen. Ich weiß, was ich tue. Also ich engagiere mich auf Facebook, auf unserer eigenen Welt-Facebook, Weltgeschichte heißt das, was so, dass ich betreibe Facebook-Seite, nur damit, dass wir unsere Artikel online stellen, also Facebook-mäßig online stellen, und wenn dann Kommentare kommen, widerspreche ich, wenn da Unsinn drinsteht, ist aber das Gleiche, was ich in der Social Community auf unserer Website tue. Also da ändert sich nichts. Persönlich bin ich nicht aktiv auf Facebook. Ich muss einen Facebook-Account haben, um diese Facebook-Seite zu pflegen. Aber ich habe noch nicht einen einzigen persönlichen Post, sagt man, ne? Abgesetzt. Nicht mal das weiß ich, sehen Sie? Ich bin anderer Meinung, will das nur ganz kurz begründen. Ich habe das nie verstanden, warum im Fernsehen beispielsweise nach Talksendungen oder am Ende von Talksendungen dann gefragt wird, was meint das Netz? Das Netz gibt es gar nicht. Das Netz ist voller Hasskampagnen, Desinformation, Lüge. Und wir wissen, dass es viele Teilnehmer an diesem sogenannten Netz gibt, die in irgendwelchen Trollfabriken, und zwar nicht nur in St. Petersburg, aber dort auch, in Trollfabriken echte Teilnehmer an solchen Debatten vortäuschen und einer bestimmten Diskussion eine Wucht verleihen. Ich weiß nicht, warum wir als traditionelle Medien das auch noch verstärken und unsere Zuschauer oder Leser da noch reinführen, aktiv, statt zu sagen, wir sind eine eigene Welt, nämlich die Welt des Fernsehens oder der Printmedien. Und was dort passiert, ist so, das ist es wirklich, es ist so verseucht mit Lüge und Desinformation und Hass, dass es, ich glaube, ich halte es nicht mehr für verantwortbar, eigene Nutzer, Leser dorthin zu führen. Kurze Reihenfolge noch, erstmal Herr Knabe, dann habe ich noch eine Frage aus dem Publikum und dann würde Frau Schwarz auch gerne noch was sagen. Ja, ich werde vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein der beiden Vertreter des klassischen Journalismus hier gießen, weil ich denke, dass dort auch ein gehöriges Maß an Mitschuld zu konstatieren ist. Die klassischen Medien haben sich die Abwanderung vieler Konsumenten in den Bereich der sozialen Medien wirklich selbst zuzuschreiben. Weil etwas, was früher als, wie soll ich sagen, normal galt, als Standard des Journalismus, dass man zwischen Meinung und Bericht zu trennen hat, so habe ich das noch gelernt, immer stärker vermischt wird. Haben Sie das nie gesehen, Herr Knapp? Und hier in einer Art und Weise viele Journalisten von einem Selbstverständnis, gerade zu einem missionarischen Selbstverständnis getrieben sind. Sie meinen, sie müssten ihre Konsumenten, ihre Leser oder Zuschauer irgendwie umerziehen oder irgendwie auf den richtigen Weg führen. Und das hat viele wirklich abgestoßen, vor allem dann, wenn man mit offenen Augen auf der Straße sieht, es ist doch ganz anders, als die mir sagen. Und jetzt muss ich sogar noch eine Lanze für die sozialen Medien brechen. Die haben mir zum Beispiel geholfen, bei Twitter, ich folge da einige Journalisten, zu verstehen, dass sozusagen das Weltbild dieser Journalisten, denn neben ihren Zeitungsartikeln, vermeintlich objektiv, vermeintlich klassisch, twittern sie ihre wahre Meinung sozusagen im Minutentakt heraus. Und ein Fall hat auch in den sozialen Medien dann besonders viel Empörung verursacht, nämlich der einer Tagesschau oder Tagesthemen, ich gucke kein Fernsehen, deswegen bin ich da ein bisschen unsicher an diesem Punkt, die beim Grünen Parteitag war und ständig von diesem Parteitag berichtete, wie toll das alles ist und super Performance von der und der und dem und den und dann am Abend im Fernsehen den Bericht dazu machte. Und da haben viele Leute gesagt, also wenn du das gar nicht trennen kannst zwischen deiner eigenen Meinung, deiner eigenen politischen Position, das war dann noch als privat gekennzeichnet, Journalist, machen ja dann viele hier privat, bekam immer zu dieser Meinung und dann am Abend im Fernsehen zu stehen, zum selben Thema, das erzeugt bei vielen Medienkonsumenten wirklich eine wachsende Aversion, dass sie sagen, ich will das nicht mehr sehen, ich will mich nicht mehr
umerziehen lassen und suche mir deswegen Alternativen. Und das ist heute sehr viel leichter geworden als früher. Früher konnte man nur den Nachbarn fragen, was hältst du davon? Heute kann ich ins Internet gucken und kann mich informieren und ohne die klassischen Medien dabei zu nutzen. Und gehe dann dort ins Internet und glaube dann dort, dass die 13-jährige Lisa von drei Südländern entführt in Berlin und drei Tage lang vergewaltigt worden ist. Wollen Sie das den Zuhörern hier mitteilen? Dass sie an den klassischen Medien, die so manipulativ politisch unterwegs sind, ausweichen können, indem sie solchen Geschichten im Internet bekommen. Ich sage nur, es gibt diese Polemik. Zusätzliche Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein. Ja. Es gibt zusätzliche Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Es gibt nicht mehr das Monopol der klassischen Medien. Darüber bin ich sehr froh, in der Tat. Und das eigentliche Problem, was ich ansprechen wollte, ist diese Verwechslung zwischen dem Beruf des Volkserziehers und dem des Journalisten, der Fakten aufschreibt. Und das bringen viele Journalisten einfach immer wieder durcheinander. Und das ist extrem ärgerlich, weil es die ganze Zunft natürlich in ein schlechtes Licht bringt. Ich möchte eine Zwischenfrage stellen, nämlich sind Sie der Meinung, dass Journalisten vor Twitter keine Meinung hatten? Es war noch nie so offensichtlich wie jetzt mit Twitter. Natürlich hatten sie früher auch eine Meinung, aber sie haben sich vermutlich etwas mehr zurückgehalten. Es gibt auch Gegenbeispiele, das kann ich gerade als Historiker, kann ich Ihnen einiges nennen. Günter Wallraff zum Beispiel, der in der Zeitschrift Konkret, die Ente platziert hat, aus DDR-Quellen gefüttert, dass die Bundesrepublik Deutschland sich vorbereitet auf einen biologischen und chemischen Krieg gegen den Osten. Und das wurde dann groß gebracht. Da gab es ich habe gerade letzte Woche ein Interview dazu geben müssen von NDR-Journalisten, die der Sache nochmal nachgegangen sind, gefüttert eben aus den Lagern, aus den Depots des Ministeriums für Staatssicherheit, ein Wissenschaftler, der in irgendeinem Institut für Aerosole forschte, dann plötzlich angeblich, weil er das nicht mehr mit seinem Gewissen vereinen konnte, übergetreten ist in die DDR. Herr Petras war das, dort auf einer Pressekonferenz erzählt, Bonn, und das war der Titel einer Broschüre, Bonn bereitet den Giftkrieg vor. Und dieser Mann war also rundum überzeugend, weil er eben aus diesem Labor stammte. Und in der Zeitschrift Konkret konnte man das und vieles andere dann wieder nachlesen. Also es gab es auch schon früher, wollte ich damit sagen, einen Journalismus, der eher von einer politischen Mission getrieben ist, als von der Aufzeichnung der Fakten. Ich wünsche mir Letzteres und kann gerade von Herrn Kellhoff, dessen Berichterstattung ich regelmäßig verfolge, sagen, dass er zur letzten Kategorie gehört. Dann sage ich doch gleich was. Moment, jetzt muss ich leider einschreiten. Wir haben noch eine Wortmeldung aus dem Publikum. Moment, aber da ist vielleicht wirklich ganz kurz was dazu zu sagen, weil das ist wirklich jetzt sehr. Entschuldigung, Herr Knabe, danke fürs Lob, aber das ist überzogen. Denn ich glaube, Sie gehen bei aller berechtigten Kritik an Volkserziehenden, an volkspädagogischen Kollegen, die es auch gibt. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen bewerten, ich habe diesen Fall da mit Twitter und der Kollegin offenbar vom Grünen Parteitag nicht verfolgt. Aber mit Sicherheit, ich habe noch nie getwittert in meinem Leben. Ich habe auch außer bei Donald Trump auf der Website noch keine Twitter-Accounts gelesen, freiwillig. Aber es ist eine Falschwahrnehmung und da unterrichte ich auch alle meine Volontäre und Hospitanten drin, da sage ich Ihnen auch, zwei davon sitzen, zwei bald ehemalige sitzen hier im Publikum, die wissen das auch. Diese Vorstellung, dass Journalisten früher objektiv Fakten aufgeschrieben hätten und neutral irgendwas berichtet hätten, das geht gar nicht. Das ist einfach eine Falschwahrnehmung. Es kann keine, jedenfalls in komplexen Gesellschaften, keine objektiven, zu komplexen Fragen, keine objektiven Tatsachenfeststellungen geben. Objektiv ist, heute hat es nicht geregnet. Ja gut, aber das ist banal. Sobald wir komplexer werden, sobald wir zu Interpretationen kommen, hat es geregnet? Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht meinerseits hier Fake News verbreiten. Sobald es komplexer wird und sobald es darum geht, Dinge auszuwählen und Schwerpunkte zu setzen, ist die Vorstellung, dass es so etwas wie Objektivität geben könnte, falsch. Das ist einfach nicht möglich. Was sage ich, was sollen Journalisten tun? Journalisten sind nicht neutral und sind nicht objektiv, sondern sie sollen seriös sein.
Das ist der Punkt. Ich glaube, da können wir uns drüber einigen, Herr Jörges. Wir sollten sauber recherchieren, sauber versuchen zu recherchieren, was es an Fakten gibt. Und wir sollten dann offenlegen, wo unsere Meinung liegt, wo unsere Position ist. Wir sollten klare Kante zeigen. Wir sollten sagen, ja, das ist jetzt hier unsere Deutung. Aber so etwas wie eine postulierte Objektivität oder Neutralität von Medien kann es gar nicht geben. Und ich warne wirklich vor dieser Illusion, die führt uns alle in Irrweg. Also ich glaube, über die Frage können wir gleich nochmal diskutieren, aber ich möchte jetzt gerne noch eine Frage aus dem Publikum zulassen. Vielen Dank. Mein Name ist Maria Janssen, ich bin von RT Deutsch. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Hubertus Knabe. Und zwar, Sie haben vorhin auch ein paar gute Methoden, Fake News oder Falschmeldungsmethoden benannt, unter anderem, dass man nicht unbedingt eine zu 100% falsche Meldung in die Welt setzen soll, sondern es kann 90% kann richtig sein. Und Sie haben gesagt, es ist ein sehr gutes Beispiel, dass es ist eine Frage der Gewichtung. Die Gewichtung kann anders liegen. Und da haben Sie auch ein Beispiel genannt, dass man in Russland zum Beispiel sehr positiv, nur sehr gut von Russland spricht und im schlechten Tönen von Westen. Gut, dem kann ich vielleicht, könnte ich jetzt widersprechen, aber gut. Meine Frage ist, welche gute Geschichte, beziehungsweise welche Geschichte können Sie in der letzten Zeit benennen, die Russland in einem vielleicht positiven Licht darstellen lassen hat? Also, Sie haben vielleicht die neueste Umfrage gelesen. Wen halten die Deutschen für gefährlicher? Herrn Putin oder Herrn Trump? Und da ist das Ergebnis eindeutig Donald Trump. Obwohl die Demokratie in Deutschland und Europa im Wesentlichen auf der atomaren Bewaffnung Amerikas beruht. Und ohne diese Bewaffnung der USA Deutschland völlig ausgeliefert wäre, umgebenden Mächten, die besser bewaffnet sind, weitaus besser bewaffnet sind. Deutschland hat, das hat mir kürzlich ein Mitglied des Verteidigungsausschusses bestätigt, 225 funktionierende Panzer. Jetzt frage ich Sie, wie viel hat Russland? Tausende, wenn nicht Zehntausende. Und im Vergleich zur NATO. Moment. Und deswegen ist es für mich ein beunruhigendes Signal, dass sich durch die Berichterstattung der Medien, durch bestimmte Politiker wie Antje Vollmer und andere mehr, Matthias Platzek, die ständig auf Lobbytour durch Deutschland touren, um für den jetzigen russischen Präsidenten und seine Politik mehr oder weniger deutlich Werbung zu machen, das ist das Ergebnis dieser Bemühungen, dass sich solche Umfrageergebnisse hier feststellen lassen. Ich halte das für sehr gefährlich und im Übrigen auch für falsch, wenn wir überhaupt eine... Klingt nicht wirklich nach einer guten Geschichte über Russland, was Sie gerade sagen. Ja, das ist ja die gute Geschichte, wenn Sie so wollen, in Anführungsstrichen, dass Herr Putin in Deutschland ein besseres Image hat als Herr Trump. So einfach ist das. Ich habe hier vorne noch eine Frage. Kein Mikrofon, aber vielleicht spreche ich laut genug. Sie haben über Facebook und Twitter gesprochen. Nehme ich mal, bitte. Ja, mein Name ist Helene Wange. Sie haben über Facebook und Twitter gesprochen. Mir ist aber aufgefallen, dass ein Medium überhaupt nicht vorgekommen ist, was insbesondere ein Medium ist, dem man generell glaubt, nämlich Wikipedia. Oh ja. Ich bin nicht nur persönlich betroffen, sondern ich kenne sehr viele Organisationen, die wissen, dass bei Wikipedia Fake News verbreitet werden. Und zwar so, dass das Image der Personen, die betroffen sind, geschädigt werden soll. Also nachweislich den Versuch, diese Fake News entfernen zu wollen. Also bei mir ist er bisher gescheitert, bis hin zu Anzeigen, wo mitgeteilt wird, es läge nicht in einem, wie nennt man das bei der Staatsanwaltschaft, allgemeinen Interesse. Das ist mir hier zu kurz gekommen. Wikipedia war bis jetzt, bis ich das lernte, nach meinem Verständnis, eine Organisation, der man im Unterschied zu Twitter und Facebook
Glauben schenken sollte. Das ist mir jetzt hier ein bisschen zu kurz gekommen und mein Anliegen wäre, ganz kurz darauf vielleicht nochmal einzugehen. Gern. Sie haben natürlich recht, es gibt Möglichkeiten bei Wikipedia zu manipulieren und das sollte man auch nicht vergessen, absolut. Witzig ist in dem Zusammenhang, dass YouTube letztens bekannt gegeben hat, sie wollen Verschwörungstheorien auf YouTube ergänzen um Wikipedia-Artikel. Mal gucken. Also das stimmt, es gibt aber auch noch andere Plattformen. Wir reden zum Beispiel auch wirklich nicht über YouTube. So. Ich glaube aber schon, dass in Wikipedia gegenüber gewisses Misstrauen herrscht, was die Schulbildung betrifft. Also ich habe in der Uni, in der Schule gelernt, dass Wikipedia nicht meine einzige Quelle sein kann, wenn ich irgendwas schreibe. So, das hat sich ein bisschen festgesetzt in der Zivilgesellschaft, glaube ich. Was noch nicht heißt, dass ich glaube, wir sollten nicht darüber reden. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Diskurs und einen schon länger bestehenden Diskurs um Wikipedia als um Falschmeldungen auf den anderen sozialen Plattformen. Beim Blick auf die Uhr sagten wir, es ist schon 7:45. Wir haben deutlich überzogen. Ich möchte an dieser Stelle mich ganz herzlich bei unseren Panelisten bedanken und nochmal ganz besonders für die Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Berlin-Schönhausen. Ich darf noch ganz kurz an den kleinen Empfang erinnern, den wir draußen für Sie bereitgestellt haben. Ansonsten nochmals herzlichen Dank dafür, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen einen sicheren Nachhauseweg. Bleiben Sie kritisch und bis morgen, wenn Sie möchten.